Wir haben einen Vortrag heute zum Thema Buddhismus und Vegetarismus mit dem Untertitel Rindersteak oder Gemüseteller. Ich hoffe, keiner erwartet einen Kochkurs. Das wird es heute nicht geben. Also was ich tun möchte, ist etwas über die Prinzipien des Buddhismus sagen zuallererst, weil ich nicht voraussetze, dass Sie da unbedingt sehr viel drüber wissen. Auch über die Prinzipien des Vegetarismus und dann werde ich was sagen über die Verbindung zwischen den beiden. Ich denke, nicht alle von Ihnen würden sich Buddhisten nennen. Ich weiß nicht mal, ob einige oder alle von Ihnen Vegetarier sind. Aber beides sind aus sehr unterschiedlichen Gründen, denke ich, recht populäre Themen im Moment, auch schon über die letzten paar Jahre. Buddhismus könnte man beschreiben, oder was viele Leute dazu bewegt, sich mit dem Buddhismus zu befassen, ist, weil sie auf der Suche sind nach Alternativen. Ja, nach alternativen Lebensformen für sich selber, die ihnen helfen, weniger im Alltag zu versinken, weniger in Stress zu leben und etwas anderes zu finden als das bloße Leben in einer materiellen Konsumgesellschaft. Das ist zumindest das, was viele Leute sagen, wenn sie manchmal hier ins buddhistische Zentrum kommen, zu einführenden Abend. Vielleicht sogar auch eine, könnte man das zusammenfassen oder beschreiben, als eine Suche nach neuen Werten. Ja, andere Werte als die, die uns oder die, die nicht mehr gegeben sind in unserer Gesellschaft hier. Mit vegetarisch sein oder Vegetariertum befassen sich viele Leute häufig zuallererst aus gesundheitlichen Fragen. Insbesondere in letzter Zeit gibt es immer wieder Schreckensmeldungen, ob man das nun Rinderwahn nennt oder Salmonellen. Aber auch vorher schon gab es große, also bevor bestimmte Krankheiten auftauchen, gab es große Besorgnis darüber, dass unsere Ernährung, wie wir sie generell in dieser westlichen Welt haben, vielleicht zu fett ist, vielleicht nicht ballaststoffreich genug, vielleicht zu Krankheiten führt. Ja, ob Herzkrankheiten oder alle möglichen anderen sogenannten Zivilisationskrankheiten. Und als ich mir da Gedanken drüber machte, über die beiden Motivationen, die einen einerseits zum Buddhismus, andererseits zum Vegetarismus führen, dachte ich, vielleicht sind sie ja doch gar nicht so getrennt voneinander. Vielleicht ist in beiden eine Suche nach Alternativen zu finden. Und man befasst sich vielleicht mit beiden aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus. Ja, oder auch vielleicht sogar eine Besorgnis über die Art und Weise, wie wir normalerweise unser Leben in dieser Welt leben. Und dabei befasst sich der Vegetarismus vielleicht eher mit einem körperlichen Bereich und der Buddhismus eher mit einem geistigen Bereich, obwohl auch da gibt es Zusammenhänge. Also es gibt zwischen beiden Bereichen sicherlich eine Überschneidung und mit der möchte ich mich dann auch befassen. Aber zuerst werde ich die beiden Themen getrennt angehen und erstmal etwas über Buddhismus sagen, dann etwas über Vegetarismus sagen, wobei ich auch ein bisschen einen historischen Überblick geben möchte. Gut, also zuallererst zum Buddhismus. Der sogenannte Buddhismus ist eine Lehre, die von einer historischen Persönlichkeit ausging, der vor 2500 Jahren in Nordindien lebte. Das Wort Buddha ist ein Titel, ja, es ist kein Eigenname, sondern ein Titel, der so viel bedeutet wie der Erwachte oder der Erleuchtete. Und dieser Titel wurde diesem Mann gegeben oder er hat ihn auch selber angenommen, nachdem er ein bestimmtes Erlebnis hatte in seinem Leben, nach einem bestimmten Ereignis. Vorher war er auf die Suche gegangen. Siddhartha Gautama, wie dieser Mann von Haus aus hieß, lebte eigentlich in sehr guten, in sehr wohlhabenden Verhältnissen. Er hatte keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen und alle Wünsche wurden ihm erfüllt. Aber das reichte ihm nicht. Er war unzufrieden. Es war nicht genug für ihn, in dieser verhältnismäßig sorgenfreien Welt zu leben. Sondern er suchte nach etwas, was tiefer ging. Nach etwas, was ihn mehr erfüllte. Nach einem tieferen Sinn oder einer tieferen Bedeutung über sein Leben. Und nicht nur sein Leben, sondern das Leben anderer. Und insbesondere machte er sich auf die Suche nach einer Begegnung mit Krankheit und Tod. Ja, als ihm klar wurde, durch verschiedene Ereignisse, dass auch er, jung und gesund wie er jetzt war, irgendwann mal krank werden würde und irgendwann mal sterben würde, dachte er sich, ja, und wozu das alles? Ja, irgendwo
Muss es noch was anderes geben als das, was ich jetzt habe? Und aus dieser Frage heraus, die wie gesagt nicht nur ihn selbst betraf, sondern alle Menschen um ihn, machte er sich auf die Suche und er suchte jahrelang. Und zwar suchte er, ohne zu wissen genau, was er suchte, aber er wollte eine Antwort auf diese Frage haben. Bis schließlich er zu einer tieferen Einsicht gelangte und tiefer erkannte, wie die Dinge wirklich sind. Er fand einen Pfad, der wegführte von Leiden, von Unbefriedigtheit, von Hass und von Unwissenheit. Und dieser Pfad, dieser Weg führte hin zu größerer Erfülltheit, zu Freude, zu Liebe und zu Weisheit. Und der Buddha, wie er von diesem Moment an genannt wurde, befasste sich damit, für den Rest seines Lebens, für die letzten 45 Jahre seines Lebens, anderen Menschen diesen Pfad oder diese Lehre mitzuteilen. Denn was er gleich gesehen hatte, ist, dass das nicht nur etwas war, was er glücklicherweise erreicht hatte, sondern etwas, was möglich ist für jeden Menschen, ob in dieser Zeit oder in der jetzigen. Und so hat sich der Buddhismus über diese 2500 Jahre immer weiter verbreitet, ja, über einen großen Teil Asiens zu der damaligen Zeit und jetzt seit 100, 150 Jahren ist er auch in den Westen gekommen. Und er hat sich dadurch verbreitet, dass Menschen diesem Pfad gefolgt sind und selber das Erlebnis, was der Buddha hatte, nachempfunden haben. Also auch Erleuchtung erlangt haben, ja, und die Lehre weitergegeben haben. Und dieser Pfad oder diese Lehre zeichnet sich aus durch bestimmte Qualitäten oder Merkmale. Und das sind, um einige aufzuzählen, Freundlichkeit, Mitgefühl, Klarheit, Großzügigkeit, Zufriedenheit, Gierlosigkeit, innerer Frieden. Hört sich nicht schlecht an. Und das ist sowohl das Ziel, aus der Pfad, der dahin führt, besteht daraus, durch bestimmte Methoden, durch bestimmte Dinge, die der Buddha selbst unterrichtet hat, mehr und mehr dieser Zustände in sich selbst zu erwecken und zu entwickeln und zu festigen. Und eine Art, eine recht einfache Art, diesen Pfad zu beschreiben, ist, dass er aus drei Stufen besteht. Er fängt an mit einer Stufe der Ethik, und damit befasst man sich mit dem Handeln. Man macht sich bewusst, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Und man ist bereit, für diese Folgen die Verantwortung zu übernehmen. Und zwar sind das Folgen sowohl für uns selbst, als auch für die Welt, in der wir leben. Und wir bemühen uns darum, wenn wir Ethik im buddhistischen Sinne praktizieren, bemühen wir uns darum, dass diese Folgen hilfreicher und positiver werden, ja, immer mehr gute Folgen haben, positive Folgen haben. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich sehr kurze Überblicke gebe über all diese Themen, aber das ist in einem Vortrag, der sich noch mit anderen Sachen als nur mit dem Buddhismus befassen will, nicht anders möglich. Ja, aber wiederum, das gibt Ihnen vielleicht ein bisschen Anregung, dann tiefer zu forschen, ob zu lesen oder in Veranstaltungen hier im Zentrum. Gut, aber das ist die erste Stufe und das ist die absolut wichtige Grundlage dieses Pfades, ist ein ethisches Leben. Ja, das Bemühen, das eigene Handeln so zu gestalten, dass es positive, hilfreiche Folgen hat für einen selbst und für andere Wesen. Darauf baut sich auf die Stufe der Meditation, der Geistesversenkung, der Geistessammlung. Und dabei geht es insbesondere wiederum durch Methoden, die uns unterrichtet wurden, um Entwicklung von größerer Achtsamkeit, um die Sensibilisierung oder auch Verfeinerung unseres eigenen Geistes und um den Aufbau von liebevollen, offenen und expansiven Geisteszuständen. Das sind die beiden Grundziele der Meditation. Einerseits mehr Klarheit, mehr Achtsamkeit, Verfeinerung, andererseits gefühlsmäßige Offenheit, Positivität. Und wenn wir Meditation praktizieren, ja, wiederum ist es eine sehr praktische Sache, ja, funktioniert dadurch, dass man es übt, am besten in einer täglichen Meditationspraxis. Was dann passiert, ist, dass unser Geist sich allmählich verwandelt, ja, transformiert wird durch diese Praxis.
Und dann kommen wir zur dritten Stufe, und das ist die Stufe der Weisheit. Und da geht es um ein immer tieferes Erkennen der Wirklichkeit, ein immer tieferes Sehen, Hinsehen, wie die Dinge sind, weniger von subjektiven, eingeengten Standpunkten aussehen, wie wir denn gerne möchten, dass die Dinge wären, ja, sondern mehr und mehr hinzusehen, wie die Welt ist, wie wir sind, wer andere Menschen sind. Immer klarere und immer tiefere Sicht dessen. Und darin begründet oder daraus folgend ein Handeln, was dem entspricht. Gut, das war Buddhismus in Kurzform. Ich weiß, einigen von Ihnen ist es vertraut, ja, insofern ist es eine Erinnerung. Für andere, wie gesagt, ist es vielleicht ein interessantes Anrühren an etwas. Gut, also die drei Stufen sind das Wichtige: Ethik, Meditation und Weisheit. Gut, dann kommen wir zum Vegetarismus. Erstmal habe ich eine Definition gefunden. Ist nichts Überraschendes in dieser Definition, aber wissen wir einfach, was damit genau gemeint ist. Und zwar ist Vegetarismus die Ernährungslehre, die überwiegend oder ausschließlich den Genuss pflanzlicher Stoffe anstrebt. Also überwiegend oder ausschließlich den Genuss pflanzlicher Stoffe, das beschreibt man als Vegetarismus. Unterschieden wird zwischen ganzen Vegetarismus oder wie es manchmal auch mit einem Wort, was ich nicht so gerne mag, strengen Vegetarismus genannt wird, oder sogenannten Ovo-Lacto-Vegetarismus. Ja? Wobei das Erstere, also der ganze Vegetarismus, bedeutet, dass man keinerlei tierische Produkte zu sich nimmt. Ja, also außer Fleisch wird dann auch noch, werden Milchprodukte ausgeschlossen, ja, Eier und weitere Sachen, worauf ich später noch eingehen werden. Und Ovo-Lacto-Vegetarismus sagt, wie der lateinische Name schon sagt, man isst zwar kein Fleisch, aber doch einige tierische Produkte, wie eben zum Beispiel Milchprodukte und Eier. Gut, ist ganz interessant, sich die Ursprünge, ja, die Entstehung des Vegetarismus zu betrachten. Und zwar sind die Ursprünge unabhängig voneinander sowohl im Mittelmeerraum als auch in Indien zu finden. In Griechenland war einer der ersten, der Vegetarismus vertreten hat, Pythagoras von Samos. Und zwar war sein Grund dafür, dass er die Verwandtschaft aller beseelten Lebewesen sah. Ja, also er sah eine Verwandtschaft, kurz gesagt, zwischen Tier und Mensch und konnte es daher nicht vertreten, Tiere zu essen. Später, unter den späteren Vegetariern, finden wir Platon, Epilus, Plutarch und die Neoplatoniker. All diese empfahlen und praktizierten auch selber fleischloses Essen. Ja, aus ähnlichen Gründen, denke ich, wie das, was Pythagoras gesagt hat. In Indien finden wir Vegetarismus verbunden mit dem Prinzip von Ahimsa, und zwar ist das Gewaltlosigkeit. Und das ist etwas, was, also dieses Prinzip von Ahimsa ist etwas, was sehr, sehr alt ist, was in die vorbuddhistische Zeit, in der vorbuddhistischen Zeit in den Vedas zu finden ist. Dann wird Vegetarismus aber insbesondere geübt im Buddhismus und im Jainismus. Und durch den Buddhismus, obwohl dazu muss man auch sagen, dass nicht alle buddhistische Länder immer voll vegetarisch sind, ja, das wurde nicht immer sehr konsequent eingehalten. Aber durch den Buddhismus kam der Vegetarismus, oder mit dem Buddhismus kam der Vegetarismus auch in andere Länder, wie zum Beispiel nach Japan und China, und wurde Teil der Kulturen. Gut, das sind die Anfänge. Später dann findet man weiterhin im Westen Vegetarier unter den Christen. Anscheinend wurde erst nach der Flut Noahs erlaubt, dass Fleisch gegessen wurde. So las ich im Lexikon. Aber selbst dann durfte noch kein Blut verzehrt werden, weil das Blut als der Lebenssaft, ja, als die Essenz des Lebens angesehen wurde. Und das wiederum war etwas, was die nicht mit sich vereinbaren konnten. Und Vegetarismus wurde weitererhalten in einigen christlichen Orden und Sekten, zum Beispiel die Trappisten. Unter den Muslimen findet man weniger Vegetarier, findet man selten Vegetarier, aber die Sufis, also häufig das spirituelle Leben führten im Islam, waren häufig Vegetarier.
Und dann, in der heutigen Zeit, hat der Vegetarismus Auftrieb bekommen durch tiefgehende Veränderungen in unseren Ernährungsgewohnheiten, ja, die um die Zeit der industriellen Revolution zu finden sind, also insbesondere in den Industrieländern. Seitdem ist sehr viel mehr fettreiche und proteinreichere Nahrung hier möglich zu essen und sehr, sehr wenig Ballaststoffe. Und damit ergaben sich einige Risiken und auch Ursachen für diese sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ja? Das heißt Kreislaufleiden, Übergewicht, Zuckerkrankheit, Magen-Darm-Leiden, Herzkrankheit. All das ist mehr oder weniger klar belegt, dass das auf Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen ist. Und dadurch ergab sich ein Bemühen um ausgewogenere und gesundere Ernährung. Andere Motivationen für vegetarisch sein sind auch im sozioökonomischen Aspekten zu finden. So ist zum Beispiel ganz klar, dass wir uns bemühen, die Ernährung einer immer weiter wachsenden Weltbevölkerung, immer größer werdenden Weltbevölkerung zu decken. Die Bevölkerungszahl explodiert, wie wir sicher alle wissen. Und dafür ist Vegetarismus viel geeigneter. Für ein Kilogramm Tierprotein benötigt es ca. 5 bis 10 Kilogramm Pflanzeneiweiß. Ja, einfach um das herzustellen. Und wie ich auch gelesen habe, wird in Wohlstandsländern ungefähr die Hälfte der gesamten Getreideproduktion entweder an Tiere verfüttert oder geht auf Alkoholherstellung. Das ist eine erschreckende Zahl. Dazu könnte man sicherlich auch noch eine ganze Menge mehr sagen. Aber was ganz klar ist davon, ist, dass mit vegetarischer Kost einfach sehr viel mehr Menschen ernährt werden könnten. Ein anderer Aspekt ist der ethische Aspekt. Ja, und da habe ich schon mit Pythagoras eben erwähnt, die Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Ja. Oder was auch damit zusammenhängt sehr stark, ist die Erkenntnis der Leidensfähigkeit. Ja. Dass es ganz klar ist, dass Tiere leiden können. Ja, und zwar können die leiden, weil sie Sinne haben. Genau wie wir. Ja, wir brauchen gar nicht viel nachzudenken oder wir brauchen keine besondere Vorstellungskraft, um zu sehen, dass Tiere Schmerzen erleiden können. Und da kommen wir also im ethischen Bereich, kommen wir dann jetzt nicht nur in den direkten Bereich der Fleischproduktion, was natürlich das Töten von Tieren nötig macht, ja, sondern wir kommen auch in Bereiche von Massentierhaltung und der immer zu mehr wachsende Einsatz von Chemikalien, von Hormonen, die dazu da sind, immer mehr zu produzieren, immer mehr, immer größere Tiere, immer mehr Fleisch zu produzieren. Und das ist, das führt ganz klar Krankheiten mit sich, ja? Krankheiten teilweise Verformungen, sehr schmerzhafter Art, so dass wir also nicht nur das Töten von Tieren haben, sondern auch das Leiden im Leben dieser Tiere. Und das ist ein Aspekt, wo ich gleich noch ein bisschen mehr drüber sagen möchte, ist nicht nur relevant für Fleischkonsum, sondern auch relevant für alle anderen Tierprodukte, ja, für die Produktion von allen Tierprodukten, also eben Eier, Käse, Milch, Joghurt, Gelatine, Seife, Leder, Seide und so weiter. Eine ganze Liste. Gut, zum Abschluss dieses Teils über Vegetarismus möchte ich Ihnen drei Zitate vorlesen von Vegetariern. Es gibt ein Buch, das habe ich von einer Freundin empfohlen gekriegt, wo einfach drin steht, also von Pythagoras an bis zur heutigen Zeit, wer alles Vegetarier war. Sehr interessant, sage ich gleich ein paar Namen. Ja. Aber erst die Zitate, eins von Wilhelm Busch. Wahre menschliche Kultur gibt es erst, wenn nicht nur die Menschenfresserei, sondern jeder Fleischgenuss als Kannibalismus gilt. Oder Albert Einstein. Nichts wird die Chancen für ein Überleben auf der Erde so steigern, wie der Schritt zu einer vegetarischen Ernährung. Oder Paul McCartney. Man darf nicht essen, was ein Gesicht hat. Gut, wer alles Vegetarier war? Einige Namen. Rainer Maria Rilke, Kafka, Leonardo da Vinci, Madonna, Prince,
Tolstoi, Voltaire, Shelley, Ovid, Christian Morgenstern, Rudolf Steiner und Michael Jackson. Hätte ich nicht gewusst. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Und zwar möchte ich mich jetzt befassen mit Buddhismus und Vegetarismus zusammen und den Überschneidungen, die es zwischen beiden Bereichen gibt. Und zwar ist der offensichtliche Bereich, mit dem man anfangen kann, der Bereich der Ethik. Wie ich gesagt habe, ist ein ethisches Leben die Grundlage, die unabdingbare Grundlage für einen buddhistischen Pfad oder für ein spirituelles Leben. Ethik, um das nochmal zu betonen, richtet sich, oder in Ethik geht es um den Bereich des Handelns, des Tuns. Wir erkennen, dass was immer wir tun, oder auch das, was wir lassen, Folgen hat. Folgen hat für uns selbst und für andere. Und dass mit jeder Handlung wir unsere Welt formen. Die Welt, in der wir leben. Und diese Welt wiederum hat einen Einfluss auf uns. Also ethische Praxis besteht nicht so sehr darin, dass man Angst hat vor Strafe, ja, oder dass man denkt, man müsste ganz gut sein, ja, weil man ansonsten in die Hölle kommt. Sondern im Buddhismus besteht Ethik in der Einsicht der sehr engen Verbundenheit zwischen uns selbst und unseren Geisteszuständen und der Welt um uns, dass die beiden untrennbar verbunden sind. Und daraus ergibt sich ganz natürlich ein immer größeres Bemühen, so zu handeln, dass wir nicht Schaden zufügen, sondern, also kein Leiden zufügen, sondern heilsame Konsequenzen mit uns bringen. Daraus ergeben sich zum Beispiel die 5 ethischen Prinzipien oder Grundvorsätze. Die Übungsprinzipien sind, die uns helfen sollen, zu lernen, allmählich zu lernen, wie wir ethischer handeln können. Und darum geht es um das Entwickeln von mehr liebevollen, gewaltlosen, großzügigen und ehrlichen Handeln. Und Handeln betrifft hier sowohl Handeln mit dem Körper, als auch mit der Rede, als auch mit dem Geist. Und das ist keine einfache Sache. Man kann nicht von heute auf morgen voll ethisch werden. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja, der Sinn der Sache ist nicht plötzliche Reinheit, Fehlerlosigkeit, ja, sondern der Sinn der Sache ist ein stetiges, allmähliches Bemühen, mehr so zu handeln, dass wir uns im Einklang fühlen mit der Welt um uns. Uns bewusster zu machen, immer wieder, welche Folgen unsere Handeln hat, ob das nun hilfreiche Folgen sind und uns daran zu freuen oder nicht hilfreiche, schädliche Folgen sind und uns zu bemühen, unser Handeln zu ändern. Also wir bemühen zu erkennen, welche Folgen aus Handeln, aus einem Geisteszustand von Gier, Hass, Verblendung, Gewalt oder Unehrlichkeit folgen. Es ist ganz klar, dass Fleischessen Gewalt bedeutet, und zwar in vielen Bereichen. Erst einmal im Aufzug, in der Haltung von Tieren oder auch im Transport von Tieren. Häufig leben Tiere, die zum Fleischkonsum gezüchtet werden, in Verhältnissen, die manchmal milde ausgedrückt als nicht artgerecht bezeichnet werden. Drastischer habe ich die Beschreibung als KZ-ähnlich gelesen. Wie schon erwähnt, führt das Behandeln und der medikamentöse Einfluss auf Tiere, der nötig ist, um den Fleischkonsum, mit dem Fleischkonsum, der gewollt ist, Schritt zu halten, zu Krankheiten. Diese Krankheiten führen zu mehr Medikamenten, insbesondere Hormonbehandlung, auch Dinge, die zum Beispiel dazu nötig ist, damit das Fleisch weiß aussieht, ja, also einfach kosmetische Behandlung, führt zu Verformung von Tieren, führt sogar, wie ich bin jetzt ganz nicht ganz sicher, was es war, aber es gibt Experimente zu versuchen, eine sogenannte Sauermilchkuh zu züchten, ja, damit man den Prozess in der Kuh selber stattfinden lassen kann, statt nach
dem Melken. Und dann, ganz klar, wird das Tier geschlachtet. Das ist Gewalt. Ja. Mit der Gewalt in einem Schlachthaus gehen für das Tier Angst, Panik einher. Einfach die Konfrontation mit dem Geruch des Todes, der ganz klar in Schlachthäusern vorhanden ist. Aber nicht mal nur Gewalt für das Tier, sondern auch Gewalt für die Menschen, die dort arbeiten. Ja, arbeiten um uns oder denjenigen von uns, die Fleisch essen, das Steak zu liefern. Ja. Wiederum ist es etwas, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen kann, welche Art von Geisteszustand in einem Menschen entstehen muss, der sich tagtäglich, vielleicht 40 Stunden in der Woche, mit dem Töten von Tieren befasst. Oder andere Aspekte, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, ist der Aspekt der Jagd, einer der sogenannten, ein etwas, was Sport genannt wird. Die fürchterliche Angst und Panik, die durch Hetzjagd entsteht. Oder ein anderer Aspekt, der mir auch neu war, den ich vor kurzem erst gelesen habe, ist für Fische, ja, dass Fische oder dass es Fischfarmen gibt, in denen ähnliche Massentierhaltung praktiziert wird, wie bei Kühen oder Hühnern, ja, mit ähnlichen Konsequenzen, Verformung, Krankheiten, das aneinander nagen und fressen. Ja. Also wo Sachen in dem Geist dieser Tiere produziert werden, die einfach in der Natur nicht vorkämen. Nun erzähle ich dies nicht, um Ihnen allen oder uns allen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Ja. Weil das wäre eigentlich, ich glaube nicht daran, dass ein schlechtes Gewissen eine sehr gelungene Basis ist, um sein eigenes Verhalten zu ändern. Aber ich erzähle es nur, weil es Fakten sind, ja, weil das Tatsachen sind, die wir, wenn wir sie uns auch nicht sehr häufig klar machen, doch wissen könnten. Wir brauchen gar nicht weit zu gucken, um unsere eigene Vorstellungskraft zu benutzen, um zu sehen, einfach hinzusehen, was passiert oder eben auch bestimmte Bücher zu lesen. Und da ist zum Beispiel einfach, wo es mir aufgefallen ist, ist einfach, wenn man auf dem Lande ist, was so idyllisch sein mag, ja, und Kühe sieht, die Euter hat, die fast auf dem Boden schleifen, ja, weil sie dazu genötigt sind, 40 Liter Milch am Tag zu produzieren, ja. Es ist, also die Kuh ist immer noch schön schwarz-weiß und sieht ganz nett aus, aber wenn man ein bisschen genauer hinblickt, sieht man, dass das doch nicht alles im Lot ist. Also wir könnten wissen, ob wir nun selber mehr hingucken oder bestimmte Sachen lesen. Und dass wir etwas wissen könnten, hat einen Effekt auf uns. Ja. Das hat einen Effekt auf uns, selbst wenn es nur am Rande unseres Bewusstseins wahrnehmbar ist. Es hat einen Effekt auch, dass es da ist, und es hat auch einen Effekt auf uns, dass wir uns bemühen, das nicht zu sehr störend mehr in den Mittelpunkt unseres Bewusstseins zu rücken. Ja? Das Umgehen mit diesen Tatsachen, mit halbbewussten Tatsachen, hat einen Effekt ganz direkt auf uns. Ich glaube, was häufig zu finden ist, ist eine sehr merkwürdige Mischung in unserem Verhältnis zu Tieren. Einerseits haben sich ja viele Leute hier vielleicht oder viele Leute in diesem Land Haustiere. Unser Hund, unsere Katze, unser Vogel, was auch immer, ist unser Freund, ja, ist uns sehr lieb, wir sorgen uns um ihn, füttern ihn, ja, sind sehr betroffen, wenn das Tier stirbt. Ja. Für manche Leute ist vielleicht das eigene Haustier, der Hund, ein näherer Gesprächspartner als viele Menschen. Gerade Leute, weiß von älteren Leuten, die alleine leben und für Jahre die Begleitung ihres Hundes haben, kann man sowas sehen. Oder dann gehen wir mal, wenn wir mal irgendwo eine Reise machen auf dem Land, gerade zu dieser Jahreszeit sehen wir die kleinen, süßen Lämmer rumhüpfen. Sind sie nicht allerliebst? Ja? Kälber, Fohlen, gerade kleine Tiere. Wir bewundern schöne Tiere. Ja? Manchmal sogar geht es so weit, dass wir die vermenschlichen etwas, ja, dass da was Sentimentales reinkommt in unser Verhältnis zu Tieren, ja, dass wir uns Sorgen machen um die armen Tiere. Auf eine Art und Weise, die vielleicht eher Kindern oder anderen Menschen angemessen wäre. Und dann andererseits essen wir sie.
Oder nicht nur das, sondern wir ziehen großmöglichen Nutzen aus ihnen. Ja? Sie sind für uns da. Und sicherlich, wie sie auch heißen, sogenannte Nutztiere, sind angepasst an das, was wir von ihnen haben wollen. Ja? Sie stehen nicht für ihr eigenes Vergnügen auf der Weide rum. Die Kuh zum Beispiel ist eine Maschinerie, aus dem jedes Teil genutzt wird, von dem jeder Teil, jeder einzelne Teil Wert hat, verkauft und verwertet wird. Und eine Kuh könnte man fast bezeichnen als eine Fabrik, die sich nur lohnt, finanziell nämlich, wenn sie so intensiv genutzt wird. Und damit befassen wir uns natürlich, wenn wir selber diesen Nutzen aus den Tieren ziehen. Ja. Also ich denke, das ist eine ganz merkwürdige Mischung, ja, in unserem Verhältnis, unserer Einstellung zu Tieren. Und auch das, unsere Einstellung, ist ein Teilbereich der Ethik, wo wir uns mehr mit unserer geistigen, mit ethischen Geisteszuständen befassen, als vielleicht dem Handeln an sich. Worum wir uns bemühen in einem spirituellen Leben, oder auch ganz sicher in einem buddhistischen Pfad, ist zu versuchen, mehr und mehr Konflikte, innere Konflikte in uns abzubauen. Mehr und mehr als ganze Person und integrierter zu handeln. Weniger Widersprüche in uns zu tragen. Mehr Ganzheit, mehr Harmonie in uns zu schaffen. Und das tun wir dadurch, dass wir uns Dinge bewusst machen. Dass wir uns bewusst machen, was unsere Motivation sind, was unsere Einstellungen sind und versuchen ganz allmählich diese Einstellungen mehr und mehr zusammenzubringen, ja, statt dass unsere Motivation in sehr gegensätzliche Richtung geht und wir uns sehr zerrissen fühlen, versuchen wir mehr und mehr uns, die verschiedenen Teile von uns zu bündeln und in eine Richtung fließen zu lassen. Das ist zum Beispiel etwas, mit dem man sich sehr in Meditation befasst. Also wir versuchen als Ganzes zu handeln und immer heilsamer zu handeln. Also hier geht es darum, einem verwandten Bereich der Ethik, wir bemühen uns darum, dass wir unser Bewusstsein verfeinern, sensibilisieren, mehr Klarheit und mehr Achtsamkeit einfließen lassen und unser Handeln mehr durch Klarheit und Achtsamkeit formen lassen. Das heißt auch mehr und mehr Feinfühligkeit entwickeln. Mehr und mehr Sympathie und Mitfühlen mit all dem, was lebt. Das heißt, das Leben an sich schätzen, wertschätzen, ehren und respektieren, ob unser eigenes Leben, das von anderen Menschen oder das von Tieren. Und dazu dient insbesondere eine Meditation, die wir auch hier unterrichten, namens Metta Bhavana. Das ist die Entwicklung der liebevollen Güte. Und was man da tut in verschiedenen Stufen ist, man versucht diese Einstellung von liebevoller Güte, von Freundlichkeit für sich selbst zu entwickeln, ein wichtiger Anfangspunkt, und dann diese Einstellung mehr und mehr auszuweiten auf Leute, die uns lieb sind, auf Menschen, die uns unwichtig, egal sind, auf Menschen, die wir nicht mögen und dann schließlich auf all das, was lebt. Ja, Menschen überall, in allen Ländern, überall in dieser Welt und alle Tiere, alles das lebt, auf der Erde, im Wasser und in der Luft. Und selbst da bleibt man nicht stehen, sondern versucht die eigene Vorstellungskraft weiter zu drängen und sich Leben in anderen Welten vorzustellen. Das ist die Einstellung von Metta, ist, wo immer man auf Leben treffen würde, möchte man das Leben schützen, ehren und fördern. Ja, das ist die Einstellung, die wir als Buddhisten versuchen, in uns zu fördern. Also einerseits die Praxis von Ethik und andererseits die Entwicklung unseres eigenen Bewusstseins sind zwei wichtige, grundlegende buddhistische Themen. Und mit beiden von denen lässt sich das Essen, der Genuss von Fleisch nur sehr schwer vereinbaren. Und wie gesagt, wir bemühen uns im Buddhismus, als Buddhisten bemühen wir uns darum, mehr und mehr zu sehen, wie die Dinge wirklich sind. Und mehr im Einklang mit der Wirklichkeit zu leben. Denn Illusion führt zu Leiden, dass wir die Augen zumachen vor dem, was
uns konfrontiert, wie die Realität ist, ja, dass wir blind handeln, führt zu Leiden. Ja, es kann nicht dazu führen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen für unser Leben und für unser Tun. Und das heißt also, die Augen aufmachen, hinsehen, auf allen Ebenen, selbst wenn es unbequem ist. Mit offenen Augen zu leben ist gefährlich, denn man sieht. Mit geschlossenen Augen zu leben ist gefährlicher. Denn man wird getrieben von inneren Einflüssen und von äußeren Einflüssen, die man sich nicht bewusst ausgewählt hat. Man wird zum Spielball von Einflüssen. Und mit inneren meine ich hier Triebe wie unsere eigene Gier, unsere eigene Abneigung, unsere eigene Verblendung. Mit äußeren meine ich zum Beispiel Werbung, die uns sagt, was wir essen sollen und was gesund ist. Mode, die uns sagt, dass Lederjacken innen sind. Und da denke ich, können wir uns alle fragen, wie sehr werden wir davon beeinflusst? Wie weit haben wir als Individuum Entscheidungen gefällt? Oder inwieweit schwimmen wir mit dem, was gerade modern ist oder gängigen Meinungen, die um uns sind? Machen wir in unserem Leben unsere eigenen Entscheidungen? Und in diesen beiden Bereichen, in Ethik und in der Entwicklung unseres eigenen Geistes, liegen also die Gründe, für einen Buddhisten Vegetarier zu sein. Es geht um das Bewusstsein des Leidens, das zugefügt wird. Und es geht darum, den Wille zu haben, für sich selbst und sein eigenes Leben mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Also nicht einfach Spielball zu sein von Trieben und Einflüssen um uns, ob nun innerer oder äußerer Art. Und da möchte ich jetzt bei einem Punkt noch etwas genauer hinsehen. Denn wie ich eben schon erwähnt habe, geht es nicht nur um Fleisch. Fleisch ist nicht das Einzige, was wir vom Tier bekommen, sondern es geht auch um Milch, um Käse, um Joghurt, um Eier, um Gelatine, um Seife, um Seide, um Leder. Dabei wollte ich Ihnen nur einige Sachen erklären oder auf einige Sachen hinweisen erstmal. Zum Beispiel, dass Käse meistens nicht vegetarisch ist. Dabei meine ich nicht voll vegetarisch, sondern dabei meine ich, also im Sinne davon, dass es Käse offensichtlich aus Milch gemacht ist, sondern dass Käse nicht vegetarisch ist, weil es nicht nur vom lebenden Tier Teile benutzt, wie Milch, sondern vom toten Tier. Ja. Im Gerinnungsprozess von Käse wird ein Stoff gebraucht, von dem ich jetzt gerade vergessen habe, wie er heißt. Lab, genau, danke. Der aus Kuhmägen kommt. Ja. Und die Kuh gibt das nicht freiwillig ab, sie muss dazu geschlachtet werden. Und es lohnt einfach hinzusehen, in wie vielen unserer Nahrungsmittel tierische Produkte enthalten sind. Ja. Zum Beispiel in Keksen. Ja. Kekse sind häufig mit Butter, mit Sahne, mit Milch verfeinert. Oder andererseits Gummibären, Gelatine. Gelatine wird aus Knochen hergestellt, aus Knochen von Tieren. Genauso Seife häufig, wenn man nicht Pflanzenseife benutzt. Genauso sehr viele Kosmetika. Das Hinsehen ist wichtig, ja. Das Hinsehen auch einfach im Sinne davon zu lesen, was denn drin ist, ja. Denn es gibt Alternativen, ja. Man muss nicht diese Sachen essen. Man kann sich von anderen Sachen auch sehr gut und sehr schmackhaft ernähren. Und für uns ist es wichtig zu wissen, dass die gesamte Nutzung eines Tieres eine Einheit bildet. Das heißt also, dass Milch, Leder, Knochen, selbst die Innereien genutzt werden müssen, um produktiv zu sein, damit die Haltung von Tieren produktiv ist. Finanziell ist eine Kuh nur tragbar, wenn sie Höchstproduktion leistet. Und das heißt für uns, dass wenn wir einen Teil davon nehmen, selbst wenn dieser Teil von der noch lebenden Kuh kommt, wir uns beteiligen an der gesamten Produktion, die diese Kuh mitmacht. Das heißt, wir unterstützen sie und machen sie durch unseren Teil, den wir nutzen, möglich. Eine interessante Frage, die auch dann immer wieder auftaucht, ist, aber es gibt doch biologische Anbauweisen.
Ja, es gibt doch biologisch-dynamische Metzger aller möglicher Art. Es gibt Molkereien, es gibt Bauernhöfe. Es gibt Tierhaltung, die artgerechter ist. Es gibt doch freilaufende Hühner. Tja, eine wichtige Frage, hin von Eiern von freilaufenden Hühnern bis hin zur organischen Leberwurst. Aber ich denke, das Wichtige ist, hier ist kein prinzipieller Unterschied zu finden zu normaler Tierhaltung. Sicherlich ein gradueller. Sicherlich bemühen sich einige Leute um mehr artgerechtere Haltung. Aber auch hier, denke ich, müssen wir willens sein, weiterzudenken. Zum Beispiel kommen Eier immer noch von Hühnern. Ja? Ganz klar. Ja? Sie kommen nicht von Hähnen. Was passiert mit den Hähnen? Eigentlich artgerecht wäre, dass man in einem Hühnerhof pro Huhn einen Hahn rumlaufen hat. Das ist aber nicht nötig. Ist, soweit ich weiß, nie der Fall. Was passiert, ist, dass direkt nach der Geburt, nach dem Schlüpfen, männliche Küken aussortiert werden. Ich habe gesehen, sie werden auf einem Fließband aussortiert, diese kleinen, süßen, wuscheligen, gelben Bällchen. Sie werden aussortiert, sie werden vergast, werden gemahlen und zu Tierfutter verarbeitet. Oder auch ein anderer, oder auch dann selbst, wenn man kleinere Betriebe hat, ja, wo Hühner frei herumlaufen, ist es klar, dass Hühner nur so lange gehalten werden, bis sie Eier legen. Es ist einfach nicht rentabel, selbst für den biologischsten Bauernhof, alte Hühner rumlaufen zu haben. Ja? Oder Kühe, die keine Milch mehr geben. Insofern, selbst bei dem Bemühen, was ich durchaus anerkennen möchte, Tieren ein tierwürdigeres Leben zu bereiten, werden Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen werden gelegt, um Rentabilität, um das, was sie für uns nützlich sind. Also sie werden so lange gehalten, wie sie produktiv sind. Das heißt, der entscheidende Aspekt in all dem ist das Bedürfnis, das Wollen und die Befriedigung des Menschen. Das ist der springende Punkt, zu dem Tiere gehalten werden und genutzt werden. Und dementsprechend werden mehr oder weniger human Tiere gebraucht. Aber auf jeden Fall werden sie für uns genutzt. Und das ist wichtig, uns klar zu machen. Die Motivation hinter der Tierhaltung ist unser Wollen, unser Genuss, unser Appetit. Denn es schmeckt. Wir mögen gerne Käse, vielleicht Fleisch. Oder vielleicht auch, wir identifizieren uns damit, dass wir so jemand sind, der ohne Fleisch oder ohne Käse nicht könnte, ja, der einfach das braucht. Und das ist der Grund für all die Folgen, die das für die Tiere mit sich bringt. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns fragen, dass wir uns um die Auswirkungen kümmern, dass wir uns um die relative Wichtigkeit dieser beiden Aspekte kümmern. Denn wir können vielleicht versuchen oder uns darum bemühen, uns nicht all die doch teilweise sehr erschreckenden Einzelheiten bewusst zu machen und nicht das allzu sehr im Vordergrund unseres Bewusstseins sein zu lassen. Aber als praktizierende Buddhisten zumindest kommen wir damit ganz schnell in einen Konflikt. Wir kommen in einen Konflikt damit, mehr Klarheit zu entwickeln, unser eigenes Bewusstsein zu vertiefen oder zu verfeinern. Und wir kommen in einen Konflikt damit, unser Gewahrsein mit liebevoller Güte erfüllt sein zu lassen. Also was kann man tun? Wie können wir das ändern? Ich denke, der Aspekt, wo wir etwas ändern können, ist an unseren eigenen Bedürfnissen, beziehungsweise einfach unseren Vorlieben, unseren Appetiten und mehr in uns Genügsamkeit aufbauen und innere Zufriedenheit. Und daher komme ich dann zur letzten Frage. Und die ist, geht es denn auch anders? Und dazu kann ich nur ein ganz klares Ja sagen. Es geht auch anders. Häufig ist eine Sorge, die Leute haben, der gesundheitliche Aspekt. Entweder das oder einfach, dass wir es gewohnt sind. Dass wir uns vielleicht auch unsicher fühlen.
dass es uns unbekannt ist. Ich weiß, ich kriege regelmäßig von meiner Mutter die Frage, wenn ich ihr sage, ja, ich esse jetzt auch keinen Käse mehr. Ja, kannst du denn da nur Salat essen? Ja, einfach eine vollkommene Unsicherheit, was ich mir denn kochen kann. Ja. Und ich denke, das ist ganz verständlich. Ja, wir sind einfach aufgewachsen mit gewissen Ernährungsgewohnheiten und die gehen sehr tief. Die kann man auch nicht von heute auf morgen ändern. Aber zur gesundheitlichen Frage kann ich sagen, dass eine laktovegetarische Kost, also kein Fleisch essen, aber weiterhin Milchprodukte und Eier essen, vollkommen unbedenklich ist. Es ist überhaupt keine Schwierigkeit, alle Bedürfnisse nach Proteinen, nach Mineralien und nach Vitaminen abzudecken. Wenn man sich entschließt, ganz oder ganz fern vegetarisch zu sein, muss man etwas mehr darauf achten. Aber auch selbst dann ist es nicht nötig, ständig nur ans Essen zu denken oder sich Sorgen zu machen, dass alles ganz genau stimmt auf dem Teller. Ja, es ist sicherlich eine Umstellung. Ja, eine Umstellung einfach auf der Ebene von, was einem schmeckt, dass man ausprobiert, ja, wie man Sachen zubereiten kann, dass einem etwas schmeckt. Ja. Und eine Umstellung in der Art und Weise, welche Sachen man einkauft, ja, was für, wovon man sich einfach ernährt. Aber mit Vollgetreide, mit Bohnen, Linsen, Nüssen, Samen, mit frischen Obst und Gemüse und das einfach auf eine ausgewogene Art und Weise essen, ist auch ganz vegetarisch sein, unbedenklich. Es gibt viele Rezepte, Anweisungen und Forschungen dazu. Forschung dazu, dass es nicht nur einfach unbedenklich ist, sondern sogar besser, gesünder. Es gibt sehr, sehr wenig, in Forschung werden sehr, sehr viel weniger Mangelkrankheiten unter Vegetariern entdeckt, ja selbst Vollvegetariern, als Krankheiten wie Herzkrankheit, Überfettung und solche Sachen zu finden sind unter Leuten, die sogenannt normal essen. Vegetarismus und Buddhismus haben noch etwas gemeinsam. Denn es geht nicht bei beiden nicht darum, von heute auf morgen plötzlich völlig anders zu sein, perfekt zu sein oder alles richtig zu machen. Sondern es geht um ein Element von Praxis, von Übung, von allmählicher Veränderung. Allmähliche, aber konstante Veränderung. Das heißt, verändern mit dem zunehmenden Wachstum unseres Geistes ergibt sich eine Veränderung, die Möglichkeit einer Veränderung unserer Gewohnheiten. Und es ist vollkommen in Ordnung, jetzt auch in Bezug auf Vegetarismus, kleine Schritte zu tun. Ich bin etwas über mich sagen, seit circa 16 Jahren Vegetarierin. Ich habe angefangen aus eher gesundheitlichen Gründen. Ja, der ethische Aspekt kam viel, viel später rein. Und habe für eine Weile noch Fisch gegessen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber das ist eine Variante, dass Leute denn sagen, ja, sind Fische denn auch Tiere, die mir heute eher fremd scheint. Aber höre ich immer wieder mal. Und ich habe seit circa 2-2,5 Jahren, bemühe ich mich konsequenter, da hatte ich früher auch schon vor einigen Jahren mal immer Versuche gestartet, auf alle tierischen Produkte zu verzichten. Ja, also keine Milch, keine Eier und sowas. Das fällt mir nicht immer leicht. Ja, das ist ganz klar zu sagen. Ich esse gerne Käse. Ich esse auch gerne ab und zu Schokolade, gebe ich zu. Ja. Und es geht nicht darum, dass ich mich auf irgendeine Art dogmatisch jetzt zu etwas zwinge. Dass ich sage, ja, nur dann bist du wirklich echte Vegetarierin oder etwa wirklich echte Buddhistin, wenn du das nicht mehr tust. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Für mich war es ein Prozess einer allmählichen Veränderung und da kam gerade vor einigen Jahren auch der ethische Aspekt sehr viel klarer in den Vordergrund. Und es kam einfach, wie ich es beschrieben habe, durch Hinsehen, ja, durch das Sehen von Tieren auf den Feldern. Ja, dass ich einfach dachte, nein, da möchte ich zu dem Maße auch nicht mehr Teil dran sein. Ich habe Rückfälle und das ist in Ordnung. Ja, das ist nicht schlimm. Ja. Aber ich weiß, ich kann ohne Dinge auskommen. Ja. Selbst das ganz alleine ist gar nicht schlecht als Übung. Ja, mal zu versuchen,
wie es mir denn geht, wenn ich versuche, diese Sahne nicht in den Kaffee zu tun. Ja? Oder diese Schokolade, obwohl ich ein bisschen Lust drauf habe, nicht zu essen. Ja? Ist ein sehr interessanter Lernprozess, einfach, ja, was in einem abläuft, wenn man sich gewisse nicht menschennotwendige Bedürfnisse, sondern einfach Appetite, Gelüste nicht sofort erfüllt. Wir sind so gewohnt, gleich, sobald wir was wollen, was haben zu können. Ja? Und der Prozess des Lernens nützt mir sehr viel. Ja, und ich habe eben auch dabei das Wissen, dass es anderen Tieren zumindest ein klein wenig nützt, dass ich nicht dran teilhabe. Also da möchte ich nur Sie alle ermutigen, auch vielleicht einfach so zu überlegen, kleine Schritte zu tun. Vielleicht zu sehen, ob es denn ohne Sahne geht auf dem Kuchen. Ist ein Schritt, wenn man das versucht. Und diese Schritte zu versuchen, konsequent weiterzuführen und nicht davor zurückzuscheuen, sich Gedanken zu machen, ja, wo denn diese Dinge herkommen, selbst wenn es unbequem ist. Also es geht nicht um Dogmatismus. Es geht auch nicht um Sinnfeindlichkeit. Aber wir können einfach, wenn wir uns Gedanken machen, einfach mal diese Versuche starten. Einfach etwas auszuprobieren, zu experimentieren. Entweder mit fleischloser Kost oder mit milchloser Kost oder ohne Lederjacke. Können versuchen, unsere Gewohnheiten langsam zu ändern. Und können dabei vielleicht auch neue Dinge entdecken, die wir gar nicht erwartet haben. Ganz einfach, vielleicht neue Rezepte, neue Geschmacksrichtungen und neue Genüsse. Oder können auch in uns entdecken, wie es denn ist, wenn unser Geist sich verfeinert, wenn wir mehr Ehrlichkeit und mehr Konsequenz in unsere Praxis einbringen und mehr versuchen, ganz zu sein in uns. Und durch diese Ganzheit, denke ich, können wir in uns Zufriedenheit aufbauen und tiefere Freude.